Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Eigentlich hätten wir jetzt alle Grund, so still zu werden und zur Ruhe zu kommen. Aber ich weiss nicht, wie es euch geht. Wenn man dann wirklich mal zur Ruhe kommt, wenn der äußere Lärm zurückgeht, dann spürt man erst, wie der innere Lärm viel bedeutsamer ist. Bei einem Pastor wie mir kann das tönen: Du, wenn du jetzt nichts machst, die Gemeinde muss dich doch spüren. Und die anderen haben das geniale Livestream. Du musst doch auch etwas machen. Und die schlimmste Angst, was ist, wenn die Leute spüren, dass sie dich als Pastor oder Gemeinde sogar gar nicht brauchen? Wenn es still wird, äußerlich, werden wir mit unserem inneren Lärm oft konfrontiert. Ich glaube, der Bibelvers aus Psalm 46, Vers 11, der ist eine Einladung, wirklich nicht nur äußerlich zur Ruhe zu kommen, sondern sich auch im inneren Lärm zu stellen. Und wenn das passiert, dann ist eine Verheißung drin, dass wir Gott erkennen. Und das wünscht er von ganzem Herzen. Dass nicht nur äußerlich still wirst, sondern auch innerlich Ruhe einkehrt in deine Sorgen und Ängste, die dich beschäftigen. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Im Hebräischen heisst seid still auch losla, fahren la, gehen la. Nicht mehr alles müssen im Griff haben, sondern getragen werden vom Wissen, dass er es im Griff hat. Das wünsche ich dir. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin.